Trotz Lockdown bleibt es nicht aus, hin und wieder unter Menschen zu gehen. Sei es im Büro, beim Einkaufen oder in der Schule. Kontakte lassen sich schwer auf null beschränken. Doch mit jedem Zusammentreffen einer anderen Person erhöht sich das Risiko, an Covid-19 zu erkranken. Wie gefährdet man genau ist, lässt sich anhand einer innovativen Homepage berechnen. Entwickelt von dem Hauzenberger IT-Spezialist Kusrum Haidari. Es gibt keine Seite auf der Welt, die man all die Fragen beantworten kann. Und da haben wir gedacht, ich kann sowas, ich bin Statistiker, ich bin Mathematiker, ich berechne sowas selber. Und dann habe ich auf die Suche gemacht, wochenlang nach Daten gesucht, nach Studien gesucht, alles gelesen und wochenlang Formeln entwickelt, Algorithmen entwickelt. Und dann habe ich für mich die Fragen beantworten können. Nur ich hatte so viel gelernt auf dem Weg, ich habe so viele Daten gesammelt, so viele Formeln aufgestellt, dass ich mir gedacht habe, es wäre doch schade, wenn ich das nur für mich behalten würde. Und das war die Idee. Gesagt hat, ich werde einfach das gesamte Wissen in eine Webseite packen und das der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Jeder kann von daheim aus sein persönliches Ansteckungsrisiko kalkulieren lassen. Dazu muss die Seite www.mycovidrisk.org aufgerufen werden. Anschließend nur noch die Fragen beantworten und schon läuft die Risikoberechnung. Man gibt erst einmal persönliche Daten ein. Also persönlich heißt nicht E-Mail-Adresse, Name, sondern welche Altersgruppe, Mann, Frau, Vorerkrankungen etc. Also einige Fragen werden dort gestellt. Und aus all diesen Fragen werden einfach dann verschiedene Studien, verschiedene Daten miteinander verknüpft in Algorithmus und werden dann bis zu 30 verschiedene Auswertungen ausgespuckt. Und zum Beispiel, wie hoch ist das Risiko, dass ich mich in den nächsten 7 Tagen anstecke? Oder wie hoch ist das Risiko, dass ich in den nächsten 12 Monaten im Krankenhaus lande? Oder ist eine Impfung besser für mich als Corona? Oder soll ich mich lieber anstecken lassen mit meiner Vorgeschichte, mit meinen Eigenschaften? Im Oktober 2020 begann Kusrum gemeinsam mit seiner Frau mit der Entwicklung der Homepage. Mitte Januar 2021 ging es dann erstmals im kleinen Kreis los. Die ersten Personen, die sich ihr Risiko berechnen lassen durften, waren Familie und Freunde des Ehepaars. Die Seite soll allerdings nur zur Information dienen und keine medizinischen Aussagen treffen oder gar eine Impfempfehlung sein. Ich bin kein Politiker, ich bin kein Regierungsbeamter, ich bin kein Arzt, ich bin nur Mathematiker, ich bin nur Statistiker. Und die Seite soll nur statistische Daten verständlich machen für jeden und jeder soll dann für sich entscheiden, was er damit anfangen will. Ich bin kein Arzt, ich kann keinem eine Empfehlung geben und ich bin auch nicht von der Pharmaindustrie bezahlt. Rund 300.000 Mal wurde die Homepage seit Mitte Februar schon aufgerufen. Zukünftig soll das Programm noch um weitere Punkte ergänzt und so verfeinert werden. Zum Beispiel, wie hoch das Risiko einer Ansteckung im Büro oder in der Schule ist. Langfristig gesehen wäre es allerdings das Beste, so der Entwickler, wenn das Programm gar nicht mehr gebraucht werden würde.